Ich habe gerade El Amor von Julio Iglesias gehört, da sind ein paar Jugendliche gekommen, Burschen, habe ich gesagt. Ich schließe mich der Meinung an, die die Ärzte vertreten, also die, viele Ärzte, die großen Ärzte vertreten, abraten von dieser allgemeinen Impfaktion, weil man kann nicht gleich einen Impfstoff von dieser Härtequalität testen, also richtig einführen für 100 Millionen Menschen, verstehst du? Bevor man irgendein Forschungsergebnis hat, experimentell, verstehst du, Langzeit oder mittelfristig wenigstens. Man muss denken, das kann nicht sein, es gibt kein einziges Medikament, das für alle gültig ist, sei es für Kleinkinder bis zu schwangeren Frauen oder für Jungmänner bis alten Männern. Und damit gibt es ja zahlreiche chronische Krankheiten, die Ausschließungsgründe wären. Verstehst du? Und wenn da überhaupt nicht differenziert wird, dann klingt das genau das Gegenteil, wie in der Rechtsfakultät oder Rechtsphilosophie gelehrt wird. Verstehst du? Und in der Medizin auch tief genug differenzieren. Pass auf, weil sonst hast du 300 Millionen Tote. Also das haben wir gerade gesprochen, verstehst du? Du musst dir denken, wenn internationale Kriminaldienste bedroht werden, sollte das so sein, dass zum Beispiel durch Bioterrorismus die ernstzunehmende Drohungen ausgesprochen hätten, wenn das so sein sollte, dann darfst du das trotzdem nicht tun, weil das viel mehr Gefahren mit sich brächte, als du dem entgegnen kannst. Weil wenn das wirklich jemand bioterroristisch zuschlagen wollte, der würde sofort, wenn du dich impfen lässt, verstehst, ein großes Impfprogramm durchsetzen würdest, in der gleichen Zeit mit einem zweiten überfallen, mit einem dritten, mit einem vierten, mit einem fünften Krankheitskeim. Verstehst? Von der Ebola bis zur Vogelgrippe, das ist leicht abwandelbar. Jetzt hat jeder Student, hat das in seinen Händen schon, verstehst? Wie das geht von der Sequenztechnik her. DNA, Analyte, Synthese, verstehst? Die Produktionsstätten und der ganze Apparat für einen Biochemiker ist jetzt nichts dabei. Um 50.000 kriegt er den ganzen Apparat, dass er das machen kann. Verstehst du? Und wenn wirklich Bioterrorismus wäre, der würde es sofort nachsetzen. Wenn du eine Impfung, bevor du nur ein Viertel der Bevölkerung geimpft hast, schickt er schon einen zweiten pathogenen Keim nach. Verstehst? Wenn er dich auslöschen will. Aber das glaube ich nicht, verstehst? Selbst wenn die Drohung bestünde, verstehst, das würde niemand tun. Der würde das dann doch wieder nicht tun, verstehst?